Liebe virtuelle Besucherinnen und Besucher unserer St. Ulrich-Kirche in Heubach, ein Musikstück steht am Anfang. Herschel gehört jener Musikrichtung an, die viele als Klezmermusik kennen und mögen. Die entstand Mitte des 18. Jahrhunderts in den jüdischen Gemeinden Osteuropas. Wenn man die beiden hebräischen Worte Kölé bzw. Samar zusammensetzt, bedeutet Klezmer im eigentlichen Sinne Gefäß des Liedes. Die Klezmerim verstanden es, mit ihrer Musik zu erzählen. Nachdenkliches und Fröhliches, Melancholie und ausgelassene Freude erklangen da in lautmalerischer Weise. Auf unserer Kirchengemeinderatstagung noch im Februar haben wir mit Klarinette, akustischem Bass und Gitarre selber entdeckt, wie viel Freude es macht, diese Musik zu spielen. Ist sie heute vor allem auf Konzerten zu hören, wurde Klezmermusik früher vor allem zu festlichen Anlässen gespielt. Sie erklang aber selbst dann noch in den Häusern der Menschen, als der Nationalsozialismus mit der systematischen Vernichtung des osteuropäischen jiddischen Lebens eine ganze Kultur zerstörte. In der Musik drückt sich ja so viel aus. Klezmer gibt auch heute Einblicke in Herz und Seele einer ganzen Kultur. Das Herz, Gefäß des Liedes, wohl wahr. Herschel hieß das Stück zu Anfang, übersetzt eigentlich der Hirsch, genauso meint es aber das Herz. In diesen Tagen und Wochen hören wir so vieles. Wir verbringen Stunden vor den großen und kleinen Bildschirmen und verfolgen die Nachrichten. Wir hören Prognosen über die Infektionszahlen, lernen viel über das Coronavirus. Wir hören Unheimliches und Beängstigendes und mit Entsetzen und Trauer erfahren wir, wie viele Menschen gestorben sind. Davon kann vor allem Italien ein Lied singen, ein leidvolles. Vielleicht entstand gerade deshalb dort auch die wundervolle Gewohnheit, andere Lieder zu singen, gegen das Entsetzen anzusingen. Von den Balkonen und an den Fenstern der Städte frohe Lieder, tief aus der verunsicherten Seele heraus, das Herz, Gefäß einer anderen Melodie. Wir hören viel in diesen Wochen und auch bei uns entdecken die Menschen die Lieder und Musikstücke neu, die ihnen aus dem Herzen sprechen. Aber nicht nur das, man macht irgendwie ganz neue Entdeckungen in dieser sogenannten Tiefenkrise, wie Soziologen sie nennen. Man hört von Mitmenschlichkeit in unzähligen kreativen Variationen. Wir knüpfen Kontakte oder beleben sie neu auf verschiedenen Kanälen. Und, was mir besonders eindrücklich ist, die Zeitungen dürfen von gelungenen Berichten viel mehr als von Katastrophen. Sie schreiben darüber, wo Menschen sich füreinander einsetzen. Die positiven Nachrichten scheinen in der Überzahl zu sein. Ganz erstaunlich eigentlich, was unsere Gesellschaft noch so in sich trägt. Ganz erstaunlich, wo plötzlich das Herz aufschlagen kann. Die Corona-Krise ist eine riesige Bedrohung und sie bleibt es noch eine längere Zeit. Aber man könnte vielleicht sagen, sie bringt auch ein Stück Wahrheit ans Licht. Aus der Perspektive des Glaubens hören wir in diesen Wochen darum noch etwas anderes, nämlich Gottes Stimme. Am heutigen Montag sagt Jesus ein klares Wort in diese Karwoche hinein. Jesus spricht: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Es ist die Lesung aus Johannes 18, Vers 37, wo wir die Wahrheit über unser Menschsein Stück für Stück neu entdecken, da ist wohl Gottes Stimme deutlich hörbar. Das Herz, das ist gerade dafür ein tolles Klanggefäß für diese Zeiten. Und bei allem Ernst, mit dem wir die Corona-Pandemie angehen müssen, Platz für Freude darf dennoch sein. Wir sollten sie nicht für uns behalten, sondern mit Mitmenschen teilen, gerade in dieser Zeit. Ich bin sicher, dann hören wir etwas von Gottes Stimme und haben ganz viel verstanden.
Und immer genug Gründe haben wir, gerade in dieser Zeit zu singen. Hören wir zum Abschluss noch ein paar Takte eines fröhlichen Klezmerstückes. Itamar freut sich, Itamar Freilach.